Hallöchen Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich freue mich. Wir haben beim letzten Mal ein Bettchen gebaut, endlich, das ist super geil. Und das benutzen wir jetzt auch direkt erstmal. Bin auch nicht schon irgendwie viermal gestorben oder so. Nein, nein, nein. Wer sagt denn sowas? Aus dem hier wollen wir direkt mal. Und dann könnten wir auch hier so direkt mal. Und dann gleich mal. Einfach nur aus Spaß. So, da tun wir noch das Erz rein. Wir haben hier noch Fleisch und hier noch Fleisch. Das müssen wir auch noch einmal durchbraten. Federn, Leder haben wir schon 14, geil. Und graue Wolle. Cool. Den hier brauchen wir jetzt gerade noch nicht, schmeiße ich auch mal da rein. Hähnchen raus, Rind rein. Super geil, wie das läuft. Ich denke mal, dass der nächste kluge Schritt entweder wäre, Holz abzubauen, um hier auszubauen, oder direkt in die Tiefe zu gehen, um Rohstoffe zu suchen. Aber ich... Boah, Entschuldigung. Ich glaube, es wäre tatsächlich klüger, wenn wir erstmal so ein bisschen Holz farmen, um hier das Ganze ein bisschen wohnlicher zu machen, mal Räume draus zu machen und verschiedene, das alles aufzuteilen. Ich glaube, das wäre geschickter. Und genau aus diesem Grund tun wir dies auch. Sobald hier das Eisen fertig ist, kann ich hier das restliche Fleisch noch reinhauen in den Ofen und dann ziehen wir los. So, das kommt hier in die Truhe. Wunderbar. Ja, dann mal ran ans Werk und sämtliche Bäume, die wir finden, abholzen. Zack. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das neue Let's Play sozusagen hier jetzt mal das ausrichten will. Und was wir alles nicht bauen wollen. Mal gucken, wie sich das Ganze hier... Mal gucken, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ob ich vielleicht mal auch nach Erfolgen spiele, also die Achievements zu bekommen. Oder ob wir vielleicht sogar irgendwann ins End gehen. Das wird sich alles zeigen. Ich habe auf jeden Fall Bock, hier einiges zu machen. Ich hatte auch in der alten Welt schon Bock, einiges zu machen, aber hier habe ich irgendwie mehr Motivation so. Auch mit den Mods glaube ich, dass das ganz geil sein könnte. Ich glaube, da haben wir schon mal runtergeguckt. Ich glaube nicht, dass wir so uns irgendwie so RPG-mäßig oder auch so Story-mäßig hier nur in der Welt hier oder halt in hier rumtreiben, sondern wenn ich mal an einem Tag sage, oh, ich möchte halt mal das machen, dann gehen wir aus dem Let's Play Rahmen sozusagen raus und bauen vielleicht mal irgendwas anderes. Ich will mir da nicht direkt irgendwie einen Stempel aufdrücken oder dem Format auch keinen Stempel direkt aufdrücken, sondern einfach das machen, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, dann wird das auch am besten so. Das ist natürlich alles Eichenholz hier jetzt. Ich habe persönlich Fichtenholz ein bisschen lieber, weil es so dunkler ist. Und da sind auch wieder Kühe vor der Haustür. Schön, die sind doch nicht ausgestorben. Das ist geil. Schön zu wissen, euch lasse ich gleich mal in Ruhe. Vielleicht können wir dann eine von den Kühen... Ich meine, wir sind ja jetzt relativ nah an unserem Haus. Vielleicht können wir dann eine mit Weizen hier irgendwie locken. Oder zwei dann auch, um dann in einem Gehege oder so vielleicht die zu vermehren und zu züchten.
Das wäre natürlich auf jeden Fall geil. Wenn wir uns dann eine eigene kleine Farm aufbauen. Mir fällt selber gerade auf, dass ich irgendwie gerade total viel rede, obwohl ich das sonst nicht mache. Ich habe es beim letzten, also ich habe in der letzten Folge erzählt, ich hatte hier schon mal ganz viel aufgenommen, gerade dieses Lager und so, das alles zu bauen. Das war eine Aufnahme. Oh, ein Apfel. Das war eine ganze Aufnahmesession und die ist mir dann aber leider abgekackt. Die Videodatei war dann irgendwie am Arsch und ich konnte die nicht weiterverwenden. Und in dieser Aufnahme, die ihr leider nicht mehr sehen konntet, weil sie eben kaputt ist, habe ich gesagt, dass ich, hab's vergessen, was ich sagen wollte. Ja. Ich hab echt... Das ist echt weg. Ich hab grad echt vergessen, was ich gerade eben sagen wollte. Das gibt's ja nicht. Was zur Hölle? Mir fällt's nicht mehr ein. Tut mir leid. Soll man da mal runter gucken? Ach, witzig. So ein Fenster. Die Kohle nehmen wir mit. So. Ah, cool. Das ist auch schön hier, ne? So, was gibt's hier denn Nettes? Da geht's noch weiter runter. Ich habe leider gerade keinen Block da. Wir sind umgeben von Millionen von Blöcken. So. Ach, guck an. Hatte einen guten Riecher. Wie viel das gleich ist. Geil, 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 geil. Da freut sich mein Spielerherz, mein Looting-Herz. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Das einzige Positive ist, dass wir hier in unserem Haus jetzt wieder rauskommen. Hey, ich glaub's nicht. Das ist jetzt der 1, 2, 3, 4, 5. Tod. Innerhalb von 2 Folgen. Ist das echt wahr? Zum Fick. Nein, hier waren wir nicht. Nein.
komm, jetzt gib ihm mal. Boah, ey. Aber wieder ist auch knapp, ne? Super geil einfach. Das Witzige ist ja, normalerweise spiele ich nicht so schlecht. Das mag sich jetzt vielleicht so anhören, als würde ich das als Ausrede sagen. Aber normalerweise im Survival läuft das bei mir eigentlich besser. Beziehungsweise ich spiele auch eigentlich gar nicht so viel Survival, sondern mehr so kreativ. Bin mehr so der Bauer als mehr der Überleber. Überlebende. Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Und es ist wieder dunkel. Yes. Ist auch gerade total wieder laggy, ich weiß nicht. Also irgendwas muss ich hier mit Framerate ein bisschen ausdenken. Ich weiß nicht, wie ich das hier. Warum das hier so rumlaggt. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie. Vielleicht sieht man es ja später in der Aufnahme gar nicht und es ist einfach nur im Spiel jetzt, aber es ist zu diesem Zeitpunkt hier, wo ich aufnehme, auf jeden Fall ziemlich nervig. Ich glaube, vielleicht muss ich doch Dynamic Lights wieder rausnehmen. Mal gucken, wir werden sehen. So, einmal kurz pennen. Ey, und dreimal dasselbe. Ich glaube sogar viermal dasselbe. Waren die anderen Tode nicht auch alle so? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin zu frustriert, um darüber nachzudenken. Naja. Hier hatten wir noch Fleisch. Da kommt nochmal Eisen rein. Hier hatten wir noch halt Fleisch. Mal auf. Es tut mir so leid, ich muss nochmal sortieren. Ich kann das nicht brauchen, wenn hier alles irgendwie rumfährt und nix. Das ist einfach so, das hat so alles seine Ordnung. Ihr müsst mir das verzeihen. Das trägt zu meiner Spielkomfortabilität bei. Ja? So. Ihr wisst, was ich sagen will. Ich würde gern anfangen und hier einen Holzboden reinmachen. Und genau dies tue ich jetzt einfach mal. Yep. Hier hatten wir beim letzten Mal. Hier hatte ich beim Erschaffen dieser Höhle, also in der Aufnahme, die ihr nicht kennt, Kohle gefunden. Drum war da eben ein Loch. Ich überlege immer noch die ganze Zeit, was ich vorher sagen wollte. Aber mir fällt es echt nicht mehr ein. Ich habe echt keinen Plan mehr, was. Ja, egal. So. Es wird zur Zeit langsam mal zu überlegen, wie wir denn hier weiterbauen wollen. Das da vorne ist ja zwar jetzt gerade ein Lager, aber ja nur vorübergehend. Das wird ja erstmal ein Gang sein, wo man dann hier hineinkommt. Einen großen Raum. Halt, da haben wir noch Holz, das nehmen wir gleich mal mit. Ich meine. Ich meine mich daran zu erinnern, dass man die Storage Drawers. Ja, genau. Cool. Damit würde ich gern anfangen und hier vielleicht so eine Regalwand machen. Die gerne bis ganz darüber und da können wir dann Zeug reinhauen. Zum
Beispiel so Sachen wie Eier, Fäden, Spinnenaugen, Pfeile, Knochen, so diesen ganzen Kram. Den und auch dann Eisen später. Ich würde sagen, das verteilen wir direkt alles mal hier in den Kisten. Das Fleisch hauen wir einfach auch mal mit rein. So. Und dann haben wir noch die vier und dann sind die ersten vier Dinger schon wieder voll. Am besten wäre es natürlich, wenn wir gleich nochmal eine Reihe machen. Einfach nur um die Kiste, die hier vorne steht, mal ein bisschen zu entlasten, sozusagen. Und gleich mal für ein bisschen Ordnung zu sorgen. So. Genau, was haben wir dann hier noch drin, was raus kann? Die Eier können raus, das Fleisch kann raus, das kann raus, das kann raus. Blöcke und Tools, also so Türen und Werkzeug, das lasse ich mal noch drin. Genau. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Dann räumen wir hier noch ein bisschen auf, die Blöcke alle nach oben. Wir haben schon einen Haufen weiße Steine, fällt mir gerade auf. Und das Werkzeug packen wir mal darunter. Das wollte ich behalten. Die hier kommen weg. Naja, wie auch immer. Und dann, wenn wir die vier Dinger haben, könnten wir eigentlich hier so eine Wand reinziehen. Ich bin gerade überlegen, wenn wir das Ganze aufteilen wollen. Eine Art Vorratsraum mit den Dingern. Und das Zeug dann alles dahin. Und dann haben wir hier einen Durchgang. Den können wir eigentlich auch ein bisschen breiter machen. Wir hier einen Durchgang. Und hier hinten können wir uns dann überlegen, was hin soll. Vielleicht ein Schlafzimmer oder noch Lager mit Truhen, Braustand, Ofen vielleicht sogar. Vielleicht können wir auch hier einfach nochmal hier so eine Regalwand und hier so eine Regalwand hochziehen und hier drüben kommt dann das Ganze, die Öfen und die Werkbank und so, das alles hin. Das ist auf jeden Fall eine Idee. Aber wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und lasst mich das wissen. Wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr auch nichts mehr und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, ciao!